Ein herzerfrischendes Moin Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Abduction, die Custom Story bei Amnesia. Jo, wir müssen jetzt noch einen Kristall finden. Und ich würde mal sagen, wir müssen ja in diesen Raum hier oben rein, glaube ich jedenfalls. In den Westwing. Und dann gehen wir da nochmal gucken. Ich war ja im letzten Part da schon mal ganz kurz drin, habe mich kurz hier mal so nach links und rechts umgeguckt und es sah nicht einladend aus. Was? Okay. Wir gucken erstmal da hinten. Was haben wir denn hier? It's Duck. Gut, wenn ich wüsste, was das heißt, dann wäre ich schon schlauer. Aber könnte natürlich auch sein, dass da irgendwie ein Monster auftaucht. Aber ich will es ja nicht. Wow. Was gab das jetzt für einen Frame-Einbruch? Ist ja Wahnsinn. So. Oh, hallo. Meine Güte. Also diese Frame-Einbrüche, die sind eigentlich nicht normal. Besonders nicht bei Amnesia. The door stuck to a broken lock. Habe ich nicht irgendwie was hier zum Aufdingsen? Kann nicht verwendet werden. Kann auch nicht verwendet werden. Pff, bitte? Na eben nicht. Komm, wir leuchten mal ein bisschen. Ah ja. Okay. Es ist kein Öl mehr in der Laterne. Das ist ein Ding. Dann müssen wir mal ein bisschen nachfüllen. Und wir haben leichte Kopfschmerzen. So. Okay, wir machen mal lieber die Tür zu. Weil, ich weiß ja nicht, was hier so auftaucht. Was? Ich habe gerade eine Geige irgendwie spielen gehört oder keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal in den Schubladen hier, weil ist so. So, nicht hier irgendwas? Nö. Finde ich ja ein bisschen komisch. So, ich musste nur mal ganz kurz hier beim Headset was nachgucken. Deshalb hatte ich mich mal gerade kurz nicht bewegt. Da ist nichts. So. Ha. Und da ist auch nichts. Ja, wozu ist denn jetzt dieser Raum gut? Irgendwas muss doch hier sein. Einfach mal ein paar Bücher hier durch die Gegend schmeißen. Vielleicht liegt ja irgendwas da unter. Das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Auf dem Bett liegt auch nichts. Ich war jetzt eigentlich fest der Meinung, dass hier irgendwas liegen müsste. Oder könnte. Oder hin und her. Ach, ich habe keine Ahnung. Nö. Also obere Schublade war nichts, mittlere auch nicht und ja, untere auch nicht. Dann, ja. Keine. Oh, hallo. Meine Güte, diese Frame-Einbrüche, das ist nicht normal. Das hatte ich an den ersten 6 Parts nicht. Oder sind die. Nee, Quatsch, aber das ist jetzt der 8. Part, den ich aufnehme. Auch wieder so ein längerer Gang hier. Wir gehen erstmal hier hinten gucken. Da ist nix. Liegt hier irgendwas? Nö. Nö. Und nö. Aber da ist eine Tür. Da habe ich jetzt ein Memento gekriegt. The door is locked. Find the key in the west wing. Ja, wir sind gerade im westlichen Gedingsten, ne? Da sind wir gerade und, ja gut, dann muss der Schlüssel ja hier irgendwo sein. Warte mal, hier vorne kam ich jetzt ja nicht rein. Genau, dieses komische Zeug, das kriege ich jetzt auch so nicht weg. Aber irgendwas muss ja in dem Raum drin sein, weil die Tür kriegen wir auch nicht auf. Also irgendwas muss da drin sein.
Das geht ja gar nicht anders. So. Ach komm, wir machen hier mal ein paar Kerzchen an. Wir wollen es ja romantisch haben. Oh, schön. So. Ne, die Tür lasse ich mal zur Vorsicht auf. Liegt hier irgendwas Bestimmtes? Nö. Der Schrank ist auch leer. Aber wir spacken gerade schon wieder ein bisschen rum. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, hier haben wir Stühle. Da ist auch nichts. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen sparsamer mit dem Öl sein. Auch wenn ich jetzt noch 5 Fässer habe. Trotzdem müsste ich mal ein bisschen, ne? Genau. Alter, wie groß ist das hier? Alter, da klappen ja die Fußnägel hoch. Okay. Was ist hier? Nix. Und wieder nix. Toll. Das ist unglaublich. Ich habe übrigens mal die Mauseinstellung ein bisschen runtergestellt. Weil das war mir doch ein bisschen zu schnell. Ich habe sie jetzt von 1,0 auf welche Dings habe ich sie eingestellt? Auf, ich glaube, 0,7. Ja, hier erfährt grating sound coming from the another room. Okay. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Warum gab es schon wieder so einen Frame-Einbruch, Alter? Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn hier? Hier ist der Blick auch irgendwie so komisch. Oder liegt das jetzt an mir? That is a little bit komisch. Wenn... Schon wieder nix. Ja, ja, mit mir kann man es ja machen. So, da ist schon mal nix. Ja, ganz große Regale. Achso, hier drüben in die. Halt, ich wollte eigentlich laufen. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Das ist nicht gut. Und da ist natürlich auch nichts drin. Ja, warum denn auch? Der Kegel lässt, wer braucht ja nichts. So, was haben wir denn hier in den Schränken drin? Nix. Und wieder nix. Toll. Ich bin ja begeistert. So, oh Gott, ob ich hier nochmal rausfinde, ist echt fraglich. Hätte man eigentlich eine Zeichnung anfertigen müssen. Achso, it's stuck. Dann müsste das die Tür, glaube ich, sein, wo wir da auf der anderen Seite gerade waren. Wenn ich da jetzt richtig liege. So, es sieht mir so aus wie ein Lagerraum. Oder bin ich das falsch? Was haben wir hier? Aladdin und die Wunderlampe, das ist very, very knorke. Und da liegt nur Müll drin, okay. Hier im Regal ist auch nichts. Haben wir hinten irgendwas? Nö. Haben wir hier was? Auch nö. Ja, warum gucke ich da eigentlich nach? Danke. Ah, hier einmal ein Vernunfttrank. What the fuck? What the fuck? Ich glaube, ich muss nach Hause. Ach ne, ich bin ja zu Hause. Was haben wir denn jetzt aufgenommen? A key for the duty Dings hier in the West Wing. Okay. Einmal ein Studierzimmer. Jetzt
Jetzt muss ich, glaube ich, nur aufpassen, weil es könnte sein, dass irgendwo hier ein Monster jetzt rumläuft. Okay. Ich habe mich jetzt zwar nicht erschrocken, aber damit habe ich nicht gerettet. Mhm, klar. Auf jeden... Boah. Klar, Moment mal. So, dass du mal ein bisschen hier wieder auf den Damm kommst, ne? Aber das war gerade... Also, ich habe da, glaube ich, hinten ein Monster gesehen. So, ich glaube, hier waren wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, und wenn ich sterbe, dann, ja, dann bin ich eben weg. So, es könnte jetzt aber sein, dass das Studi-Dings hier, dass das der Raum hier hinten ist. Moment, ich mach mal Lucky Lucky. Ich hab's doch geahnt. Guten Tag. Was hatte das jetzt zu bedeuten? Was? Hä? Ich blick hier gerade nicht durch. Taucht jetzt hier ein Monster auf, oder wie? Also diese Töne, die ich jetzt hier gerade gehört habe, die hatte ich bei Amnesia vorher noch nie gehört. Und, ja, ich bin jetzt ein bisschen, ne, verunsichert. So. Na, wie gehst du bitte auf? Aber da ist nichts. Aber wir haben hier Gott sei Dank eine Brechstange of Doom. So. Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wer wartet jetzt hier draußen noch? Auf uns. Auf mich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Komm, wir leuchten mal wieder ein bisschen. War da nicht vorhin noch eine Tür drin? Eigentlich schon, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich sie selbst auseinandergebaut habe. Ja, gut, okay. Aber wenigstens den Weg zurück, den wüsste ich schon mal. Das ist doch größer, als ich jetzt gedacht habe. Wie gut, dass ich nicht mich so viel gespoilert habe bei Holly. So. Halt. Das können wir wieder aufnehmen. Okay. Die brauche ich bestimmt nochmal. So. Okay. Ja, ich hatte ja beim Anfang von Abduction hatte ich mich mal für ein, zwei Parts so ein bisschen informiert, weil ich bin ja an der einen Stelle da im Gefängnis nicht weitergekommen. Ich bin ja da nicht rausgekommen. Und genau aus dem Grund hatte ich mal ganz kurz bei dem LP von Holly reingeguckt. Und ja, so ist das dann halt gekommen. Ja, von der Story verstehe ich nichts. Ich bin kein Englisch-Pro. Dankeschön. So. Dinning Hall Key. Okay. Okay. Shit. Oh mein Gott. Ich habe keinen Schrank zum Verstecken. Ich glaube, es ist auch schon weg. Okay, wir schleichen uns jetzt hier einfach mal so ganz leise raus. Dass es auch keiner mitkriegt. So, jetzt machen wir ganz leise die Tür auf. Okay, das war sehr leise. Mhm. So. Hallo? Ne? There is no one in the Dings here. In the Butze. Gut, dann können wir zurück. Sehr gut. So, weil drüben in dem
Essensraum, also im Dining Hall. Da waren wir ja noch nicht drin und jetzt haben wir dafür den Schlüssel gekriegt. Und dann wollen wir da im nächsten Part dann erstmal ringehen und uns erstmal schön die Wampe vollschlagen. Ne, das machen wir. Das werden wir machen. Das ist beschlossene Sache. Das wird auf jeden Fall so gehandhabt. Ja, meine lieben Freunde, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gegruselt, so wie ich. Auf jeden Fall. Also ich hatte wieder viel Spaß und habe mich ein bisschen gegruselt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Amnesia The Dark Descent Abduction mit mir, dem Kegel-Let's Player. Also, ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!